Für Florine Henschel wird ein Saunatag mit zwei Freunden zu einem Albtraum, als plötzlich auch ihr Kumpel Robin auftaucht. Was macht denn Robin hier? Meine Eltern waren dieses Wochenende in Urlaub und dann haben wir überlegt, Yannick, Zoe und ich, dass wir zusammen einen Saunatag noch mal machen, weil wir sind seit dem Sandkasten befreundet. Und ich fand's komisch, weil Robin ist auf einmal hier aufgetaucht. Der gehört eigentlich auch zu unserer Freundesklicke, aber Yannick und Robin haben sich gestritten und deswegen war er nicht eingeladen. Also warum war er hier? Yannick? Scheiße, die Tür geht nicht auf. Yannick? Yannick, ist alles in Ordnung? Warte! Yannick! Jetzt auf Streife die Spezialisten. Yannick, es ist... Ich rufe die... Hallo? Guten Tag, ja, Florine Henschel mein Name. Ja, ein Freund von mir ist eingesperrt in der Sauna. Ich krieg die Tür nicht mehr auf und ja, dem geht's nicht gut. Der ist noch bei Bewusstsein, aber... Auf einmal war ein Keil in der Tür und ich kriegte die Tür nicht mehr auf und ich habe von außen aus dem Fenster gesehen, dass es Yannick nicht gut ging. Und das konnte ja nur sein, dass Robin das war. Ich habe ihn ja auf dem Gelände gesehen und wo ist eigentlich Zoe die ganze Zeit? Florine ist fassungslos, dass Robin seinen besten Freund nach einem Streit vor einigen Tagen anscheinend in Lebensgefahr gebracht hat. Warum ihre Freundin Zoe aus der Sauna verschwunden ist und was mit ihr passiert sein mag, gibt der 18-Jährigen beim Eintreffen der Retter zudem Rätsel auf. So, Feuerwehr, hallo, ja. Was passiert? Ja, der Freund hat sich, ich weiß nicht, die Tür geht nicht mehr auf von der Sauna. Ganz, ganz ruhig, wer sind Sie überhaupt? Ja. Florine Henschel. Sie haben uns angerufen? Ja, ich wohne hier. Okay, ja. Und Sie sind hier, was ist das für ein Gebäude? Sind Sie in der Sauna, habe ich gehört, oder was? Wir wurden hier alarmiert, weil wir eine Person hinter verschlossener Wohnungstür, so nennt man das, P-Lage oder P-Tür, das ist so der Fachbegriff dafür. Heißt also, es kann sich jemand nicht mehr selbstständig befreien oder man kommt auch nicht rein. Und dann werden wir natürlich gerufen. Haben wir von außen Fenster? Ich geh mal kurz gucken. Geh mal, wo am Außenfenster ist. Ja. Das sieht, die ist ja verkeilt irgendwie. Die geht gar nicht auf. Sie waren alleine hier, oder was? Ja, noch mit einer anderen Freundin und keine Ahnung, wo die gerade überhaupt ist, aber ich krieg die nicht da raus und dem geht's nicht gut. Nur eine Person. Ja, eine Person ist drin. Ich habe gerade durchs Fenster reingeschaut, eine Person liegt und hier ist der Griff irgendwie dahinter. Das heißt, du kannst jetzt ziehen, wie du willst und ziehen die auch. Er ist bewusstlos, ist er nicht ansprechbar, oder was? Sieht so aus, ja, genau. Hallo, hier ist die Feuerwehr, können Sie mich hören? Riecht ihr das? Ja, heftig, ne? Riecht ihr das? Ja. Ganz ekelhaft. Da habe ich gerade auch schon, als ich reingekomme, ich denke so irgendwie... Ja. So, die ist verkeilt. Wir kriegen die so nicht aus. Rein mit meiner Tasche. Ja. Da wird man hier hingerufen, will helfen, kann aber nicht, weil irgend so ein Keil in so einer Tür steckt und dafür sorgt, dass man in diesen Raum nicht reinkommt, in dem eine bewusstlose Person liegt, die ganz dringend mal Hilfe braucht. Da ist auf jeden Fall der Keil hier abgerufen. Wie ist das mit dem Fenster? Kommen wir da vielleicht noch dran? Da habe ich gerade geschaut, aber wir könnten zwar irgendwie da reinmarschieren, aber dann kriegen wir ihn auf jeden Fall nicht raus. Das ist das Problem. Warte. Alter. Ah, alles klar. Da liegt jemand drin. Rettungsdienst? Ja. Komm, los, Jungs. So, Sie können gleich, lassen Sie uns erstmal arbeiten. Wir können gleich rein, ne? Okay? Wenn ihr Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid. Jawohl, vielen Dank. Wir wollen den hier rausholen. Komm, raus aus der Bitte. Das ist mir hier einfach. Komm, kannst du mal hochgehen? Wollt ihr einmal mit anfassen, bitte? Ja, warte, ich komm schon. Warte, sonst kriegen wir das auch so hin. Komm, komm, geht raus hier. Das ist warm wie scheiße, stinkt das. Das stinkt hier drin. Ist aber euch der Geruch ist heimlich. Widerlich, Alter. Vorsichtig mit den Armen. Schon beim Reinkommen in den Vorraum ist mir ein ganz beißender Geruch aufgefallen, den ich so nicht kannte. Es roch ein bisschen nach Orange. Und beim Patienten rausholen aus der Sauna ist mir halt auch so ein bisschen schwummerig geworden, dass man sich halt schon die Frage stellen musste, was liegt da in der Luft? Yannick, bitte rede doch. Yannick, kannst du mich hören? Ja. Yannick. Oh Gott, sieht so schlimm aus. 38,2, er ist echt überhitzt, der Bengel. Könnt ihr mal gucken, ob ihr irgendwie Decken oder sowas findet? Handtücher, hier, irgendwas, dass wir ein bisschen trotzdem zudecken können. Braucht ihr sonst noch irgendwas? Ich bestimmt Wasser irgendwie, dass wir ein bisschen... Ja, geht das sofort super, holen. Danke. Also wir haben 100er Druck. Würde das nochmal eine Sättigung machen? Prima. Und Zugang dann, bitte. Zugang, genau, dass wir ein bisschen
bisschen flüssig. Ja, das ist gut. Habt ihr eine Idee, was das hier für eine Nummer war? Also mir kommt das voll komisch vor. Wir sind hier angekommen, da war erstmal der Keil da unten abgebrochen. Ja. Also überhaupt ein Keil in der Tür erstmal, unabgebrochen. Genau. Ja, also da steckt er da richtig drin fest. Und von innen ist ja der Griff abgerutscht und hat die Tür extra nochmal verkeilt. Also ja, das. Von innen, das kann ich mir vorstellen. Dass er hat die zugezogen, ist ihm schwindelig geworden, was weiß ich auch immer. Aber wer hat den Keil von außen festgemacht? Haben wir eine Polizeilage? Brauchen wir die Polizei noch? Ja, dann müssen wir gleich mal erstmal klären sofort. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal. Grüne Vigo. Grüne Vigo klärst du doch sofort. Sorry, mir war kalt. Ich musste mir erstmal was anziehen. Hier ist das mal Ja, genau. So, gute Frau, Sie hören mir mal ganz kurz zu dabei. Ja. Sie haben hier eine Saunaparty gemacht mit Ihrem Freund. Ist das Ihr Freund? Nein, das ist nicht mein Freund. Also, wir gehören zu einer Freundesklicke, aber seine Freundin ist auch gerade irgendwie nicht da. Keine Ahnung, wo die gerade ist. Also ist noch jemand? So, das mal noch kurz jemand. Am Handrücken. Ach, die Zoe. Die Zoe ist noch hier. Ja, aber ich weiß nicht, wo die gerade ist. Keine Ahnung. Die ist. Für uns kommt das ein bisschen komisch vor. Die Tür war zugekalt und das von außen. Das heißt, es muss ja irgendjemand den Herrn da drin eingesperrt haben. Im Moment sehe ich keinen anderen außer Sie, also Sie müssen das entschuldigen. Ich weiß im Moment nicht, was ich davon habe. Ja, wir müssen erst mal schauen. Auf dem Gelände war auch noch ein. Also der gehört eigentlich auch zur Freundesklicke, aber die haben gerade Streit, deswegen haben wir den nicht eingeladen. Und der war eben komischerweise hier, ist aber jetzt schon lange nicht mehr da. Und die Zoe ist auch nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Robin und Yannick spielen in derselben Handballmannschaft. Und Yannick wurde halt von der Mehrheit der Spieler zum Captain gewählt. Und ja, Robin ist eifersüchtig gewesen und der ist halt auch total ehrgeizig. Aber sperrt man deswegen einer der guten Freunde in die Sauna? Ja, ich rufe die jetzt an. Ja, okay. So. Ist ja doch alles ein bisschen suspekt hier, die ganze Geschichte, ne? Also, ja. Moment, da klingelt doch hier. Das ist doch hier drin. Das klingelt doch hier. 120 ist ja Zucker. Ist das hier, ist das Das ist ihr Rucksack. Aber die nimmt ihr Handy normalerweise immer mit. Also natürlich, wenn wir in der Sauna sind, nicht, aber. Gut. Setzen wir ihn erstmal ganz vorsichtig. Mach mal den Pulsoxy kurz ab. Ja, einmal kurz hinsetzen. So, Vorsicht mit dem Zugang, dass wir den nicht ziehen. Ja, Vorsicht. Alles klar. Janik, wie geht's dir denn? Geh mal kurz raus aus der Nummer. Geht das? Okay. Können Sie sich irgendwie erinnern, was da los gewesen ist? Ich weiß nicht. Das war irgendwie schon davor so, war mir so komisch. Bevor was? Bevor die Sauna warm wurde. Es war so, wir waren schon da. Also auch so ein bisschen komischen Geruch wahrgenommen da? Ich war davor schon so schwindelig. Ja, schaffen Sie wir das mal eben auf den Stuhl. Wir unterstützen Sie. Fass mit runter auf drei. Eins, zwei, drei. Und dann können Sie sich wieder hinsetzen. Schön vorsichtig. Ich halte, ja. Können Sie das mal festhalten? Ja, wunderbar. Also das wurde, bevor die Sauna warm wurde, schon komisch, oder wie ist das? Das war so ein komischer Geruch. Ich guck mal, ob ich da in der Sauna ist. Das ist das gleiche Zeug. Wir müssen aber sofort gleich gucken, was mit der anderen machen wir mal so ein paar Decken drüber, ne, damit es ein bisschen wärmer wird. Ne? Okay. Ja, geht das so? Ja. Alles klar. So, hier, das habe ich gefunden. Das ist so Orangenöl oder so. Da müsst ihr vielleicht mal gucken. Pass auf, wir gucken jetzt mal nach der Freundin. Ja, wir gucken mal durchs Haus. Wir gehen mal eine Runde durchs Haus. Die Feuerwehr hat dann in der Sauna so ein Duftöl gefunden mit Orangenaroma. Man muss unterscheiden zwischen einem natürlichen Duftöl, das ist ganz normales Öl, was angereichert wird mit natürlichen Duftstoffen und synthetischen Duftstoffen. Und genau das ist hier der Fall gewesen. Es handelt sich um synthetische Duftstoffe, die in zu hoher Konzentration natürlich zu genau den Symptomen, die der Patient in dem Moment hatte, führen können. Nutzen Sie das regelmäßig zur Saunaaufgänge oder ist das neu? Das ist neu. Also das ist, wir nutzen sonst, also sonst kaufen meine Eltern das immer ein. Ja, das ist eigentlich nur so zum Hinträufeln und nicht zum Verdampfen. Das zum Verdampfen, das ist normales Orangenöl. So, pass auf. Wie sind Sie in die Sauna gekommen? Haben Sie gemerkt, dass Sie da eingeschlossen wurden? Ich meine, da war so ein Keil in der Tür. Das kann ja nicht von ungefähr passieren. Wie ist das? Also ich war... Ich war in der Sauna und auf einmal habe ich ein ganz, ganz lautes Knallen gehört, als hätte jemand irgendwie was an der Tür gemacht. Und dann bin ich direkt zur Tür und dann ging sie nicht mehr auf. Und dann habe ich so wild in der Tür gerüttelt, dass ich den Griff abgerissen habe und... Ja, okay. Und dann wahrscheinlich Lappen aus. Weiß ich nichts mehr. Ich war so heiß und so komisch. Ja, aber ich kann mir nur vorstellen, dass der Robin war. Der war bestimmt eifersüchtig. Man weiß doch nicht, was der alles macht. Also wir haben jetzt das ganze Haus durchsucht. Dachgeschoss, Keller, im Erdgeschoss, also im Haus ist definitiv keiner. Alles. Wo können sich die Damen denn aufhalten? Ja, keine Ahnung. Es ist ja auch komisch, dass der Robin hier war und jetzt die Zoe auf einmal nicht mehr da war und der Yannick eingesperrt ist. Da kommt dein Robin. Wo ist sie? Ist das Robin?
Ja, das ist Robin. Ruhig, ruhig. Pizarra, hallo. Was ist? Ja, Robin, wo ist Zoe? Was hast du mit Yannick gemacht? Warum ist der eingesperrt? Damit habe ich nichts zu tun. Also, ach so, nee, damit haben sie nichts zu tun. Nein, also es ist... Okay, das ja, ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe. Da kann sich die Polizei dann nicht darum kümmern. Sie müssen mir glauben, ich wollte dem Yannick nie was antun, weil... Yannick, also, hey, ein bisschen Abstand. Du bist mein bester Freund, ich würde dir niemals was antun. Ich habe Robin kein Wort geglaubt. Das kann doch nicht sein, dass der sich hier rumtreibt, obwohl der nicht eingeladen war. Das Wichtigste war, wir mussten erstmal Zoe finden. Die vermisste Zoe kann möglicherweise auch aufklären, ob ihr Freund wirklich von seinem besten Kumpel in der Sauna eingesperrt wurde oder ob noch jemand anderes dafür verantwortlich sein könnte. Auf der Suche nach der 18-Jährigen machen Florine und die Feuerwehr jedoch eine schreckliche Entdeckung. Zoe? Hallo, hier ist die Feuerwehr. Ist das nicht Zoe? Was? Da? Das ist Zoe. Ja, ist sie da. Hallo, guten Tag, Zoe, hallo. Hi. Zoe! Sind Sie Zoe? Hallo? Ja, ich hole einen schnellen Sanitäter dazu. Alles klar, okay, gut. Zoe, kannst du mich hören? Zoe! Hallo? Hallo? Zoe, sag was! Nachdem wir umfangreich hier das Gelände abgesucht haben, konnten wir Zoe ja finden. Sie war auch verletzt. Das hat man sofort gesehen. Man hat Blutspritzer gesehen am Holz. Sah auch wirklich schon aus, als wenn sie da schwer gestürzt ist oder was auch immer dann passiert ist. Das ist die Zoe, das ist die Freundin von Yannick. Ja. Okay. Yannick ist bei meinem Kollegen und wird von dem behandelt. Magst du mir mal erzählen, was passiert ist? Ganz ruhig, den Kopf nicht so viel. Genau. Ja, genau. Ich hab so Kopfschmerzen. Versuchen Sie mal, sich zu erinnern, was passiert ist. Ja. So ganz auf der Höhe ist die Dame noch nicht, ne? Nee. Ist einmal den Arm, genau. Wunderbar. Ein kleines bisschen klatzt sie, glaube ich, ja, auch. Ist schwierig. Ja. Kannst du uns irgendwie was sagen, was hier passiert ist? Okay, also Pupillen sind auch nicht drin. Sie wird. So, warst du auch mit in der Sauna? Hast du was von diesem Öl eingeatmet? Ja, am Anfang. Am Anfang? Also hier ist ja auch überall Blut. Ich denke, ich sie wird irgendwie, schon, weiß ich nicht, angeschlagen sein, denke ich aber, mal. Also, weiß ich nicht, ob es aber auch gestürzt nichts. Ist oder was? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Zoe, was ist denn passiert? Wollen wir es mal versuchen, Zoe, dass du uns mal erklärst oder versuchst zu erklären, was hier los ist? Ich wollte die Axt holen. Sie wollten die Axt holen. Warum, ist jetzt die Frage. Ja, wegen dem Keil. Der ging nicht mehr weg. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Zoe beim Holen der Axt wahrscheinlich auch die Wirkung des Duftöls von voller Breitseite mitgekriegt hat, bewusstlos geworden ist und dann mit dem Kopf in den Holzstapel eingeschlagen. So, also Axt holen, warum und wofür? Ja, wie gesagt, wegen dem Keil. Ich wollte ihn halt wegmachen. Gut, aber den Keil hat der Robin da reingesteckt, oder wie sehe ich das? Nein, das war nicht Robin. Sondern? Ich war das. So, Sie waren das ja, auch? Ja, Yannick ist zwar mein Freund, aber ich habe gesehen, wie er dich immer anguckt. Und so, ich habe mich auch letztens so umarmt und ich war halt einfach eifersüchtig. Sie haben jetzt aus Eifersucht da eingesperrt. Wie lange wollten Sie da drin lassen? Nur 2 Minuten. 2 Minuten? Ja, keine Ahnung, das sollte halt eine Art Denkzettel sein. Ah, okay. Keine Ahnung, der Keil, ich wollte ihn halt wieder rausmachen und er ist abgebrochen. Ja, das haben wir gesehen, ja. Dann Axt holen, ja. Von diesem Stinke-Chemie-Zeug da in der Bude, wahrscheinlich auch ein bisschen Baller gewesen. Ja, genau. Kopf angeschlagen, Rätsel gelöst. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir die Kopfplatzwunde und die, den Cut an der Hand im RTW behandeln. Ja. Und dann sollten wir das vielleicht da noch mal vernünftig aufklären, würde ich sagen. Das, was Zoe getan hat, war natürlich nicht in Ordnung. Zumal die Umarmung von Yannick und mir nur freundschaftlich war. Und ich hoffe, dass Zoe das versteht. Diese Clique und alles hier ist mir so wichtig. Und es tut mir auch leid, dass ich Robin beschuldigt habe. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft alle hinbekommen. Hi. Also Robin, nicht falsch verstehen mit dem Verdacht, aber es hat sich gerade alles so ein bisschen aufgeklärt. Die gute Dame war so ein bisschen eifersüchtig. Und dann kam es halt dazu, dass sie ihn in die Sauna eingesperrt hat, wollte ihm einen Denkzettel verpassen. Genau. Tut mir auf jeden Fall wirklich noch mal leid. Alles okay. Wir sind ja alles eine Freundesgruppe. Ich nehme euch das. Fehler passieren. Das ist aber fair. Zoe und Yannick hatten in der Sauna tatsächlich giftige Dämpfe eines synthetischen Duftöls eingeatmet, erholten sich aber schnell. Zoe hat sich für ihre Aktion entschuldigt und war deshalb so eifersüchtig, weil ihr vorheriger Freund sie mehrfach betrogen hatte. Kumpel Robin war uneingeladen aufgetaucht, da er seinen Streit mit Yannick beilegen wollte. Die Clique hat sich wieder zusammengerauft.